ist ja was von dem Spiel eigentlich, dass wir das engagiert zur Sache gehen, wie auch im Vorspiel. Wir haben was gut zu machen. Letzte Woche war nicht so erfolgreich. Wir haben auch nicht so gespielt, wie wir uns vorstellen. Aber zu Hause wollen wir einfach dem Gegner Paroli bieten. Tabellenzweiter. Wir wollen gute Gegner gegen sie sein. Und wenn es geht, irgendwas mitnehmen. Am Anfang steht es 0-0. Und wenn wir mit einem Punkt rauskommen, dann sind wir zufrieden. Vielleicht schaffen wir auch die Sensation und dann können sie schlagen. Thank you.
Ja, es ist halt ein gutes Gefühl, weil nach dem Training haben wir nochmal besprochen mit dem Trainer, dass die Tore fehlen, dass die da her müssen. Dann war es halt ein Einwurf, ein klasse gespielter Ball in die Mitte, da muss ich den nur noch reinköpfen. War halt ein schönes Gefühl und dass der Sieg da ist, ist noch, halt fühlt man sich noch besser und ist ganz klar 3 Punkte zählen nur. Und vorm Spiel war es schon das Ziel, hier einen Sieg zu bekommen. Das haben wir dann auch bekommen und jetzt Tabellenzweiter, das passt. Ich denke mal, wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Wir wussten, dass Sandhausen sehr kompakt steht, körperlich sehr stark ist und wir uns auf ein sehr körperlich betontes Spiel einstellen müssen und eigentlich auch dann erwartet haben, dass in der zweiten Halbzeit sie ein bisschen einbrechen. Das ist auch so geschehen im Endeffekt. Wir haben dann unsere spielerische Klasse ein bisschen mehr ausgenutzt und haben dann auch das 2-1 gemacht, hätten vielleicht noch das 3 oder das 4-1 machen können. Aber ich bin mit der Leistung in der zweiten Halbzeit sehr zufrieden, nachdem wir ja auch im Endeffekt jetzt fast 2 Wochen Pause gehabt haben, bin ich mit der Leistung von meinem Team sehr zufrieden. Ja, man muss sagen, die erste Halbzeit, denke ich, war recht ausgeglichen. Stuttgart ist in Führung gegangen. Wir haben es mit so einem Eckball gut egalisiert, 1-1. Sah eigentlich dann auch die erste Halbzeit wirklich gut aus. Wir waren gut gestanden, dann auch wenig Chancen zugelassen. Und ich muss sagen, die zweite Halbzeit war dann hochverdient, der Sieg. Also da waren die Stuttgarter aggressiver. Wir waren nur noch hinten drin, nach vorne die Bälle verloren. Und es war verdient, also muss man ehrlich sagen. Gerade die zweite Halbzeit. Und ja, Glückwunsch an die Stuttgarter. NBW. Energie braucht Impulse.